Er bittet um eine Anzahlung von ein paar tausend Euro in Bitcoin. Danach denkt er sich immer neue Ausreden aus, warum der Job noch nicht erledigt wurde. Judge Judy und Montero erlangen schließlich die... Also da haben tatsächlich Leute bezahlt, oder was? Aber dann sind wir selber schuld. Also, krass. ...die Kontrolle über die gesamte Baser Mafia-Website und nehmen sie offline. Ein weiterer involvierter Hacker veröffentlicht alle Kundenanfragen und potenziellen Opfer online. Mit der langen, langen Liste der Anfragen in der Hand wird Montero vor allem eines bewusst. Wie gefährlich Juras Kunden sind. In most scams, the dangerous person, the most dangerous person involved is the scammer. In this case, the most dangerous person involved is the scammed one. The person paying bitcoins to kill someone else. Wer so viel Geld bezahlt, um jemanden umbringen zu lassen. Krass, da haben tatsächlich anscheinend viele Leute Kohle gezahlt, um jemanden umbringen zu lassen, ey. Wahnsinn. Lassen, der macht es am Ende vielleicht auch selber. Und so sitzt Montero im Prinzip auf einer Liste mit Leuten überall auf der Welt, die potenziell in Lebensgefahr sind. Er schaut sich alle Kunden von Baser Mafia an und stuft sie nach ihrer Gefährlichkeit ein. Wie oft sie bei Jura nachhaken, wie sehr sie ihre Zielperson tot sehen wollen. Ganz oben auf der Liste steht ein Nutzer mit dem Namen Dog Day God und sein Opfer Amy Allwine. Alter, krass. Ich glaube, jetzt weiß ich, wo das hinläuft. Die ist ja dann gestorben wahrscheinlich. Und der Typ hat dann jemand anderen wahrscheinlich beauftragt. Das ist, oh, krass, Alter. Das FBI stattet Amy Allwine auf Basis der veröffentlichten Informationen von Montero und Co. einen Besuch ab, um sie zu warnen. Doch niemand ahnt zu dem Zeitpunkt, dass Dog Day God während des gesamten Gesprächs mit am Tisch sitzt. Amys Mann Stephen Allwine hat eine Affäre mit einer anderen Frau. Eine Scheidung ist aufgrund seiner Position in der lokalen Kirche aber keine Option. Also muss seine Frau sterben. Er ist es, der monatelang versucht, einen Killer bei Baser Mafia anzuheuern. Als das schließlich scheitert, bringt er Miss Allwine selber kaltblütig um und versucht es wie einen Selbstmord aussehen zu lassen. Doch die Ermittler kommen ihm schnell auf die Schliche. Über Spuren auf seinem Computer stellen sie fest, dass es sich bei Stephen Allwine tatsächlich um Dog Day God handelt. In einigen weiteren Fällen wurden Baser Mafia-Kunden festgenommen, bevor sie potenziell selber zur Tat geschritten wären. Doch in vielen Ländern hat die lokale Polizei überhaupt nicht verstanden, was vor sich ging, oder die Hinweise von Montero oder Journalisten wie Jean nicht ernst genommen. Krass, Mann. Der Typ hat diesen Mord bestellt auf dieser Baser Mafia-Seite, hat dann immer wieder nachgefragt und hat es dann selber gemacht und wollte das noch wie so ein Selbstmord aussehen lassen. Baser Mafia existiert unter immer neuen Namen bis heute weiter. Jura wurde nie gefasst. Niemand weiß, wer er ist.